Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Tomorrowland 2020 in der Deluxe Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu dieser Edition findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Tomorrowland 2020, das Ganze am 17. Juli erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Unboxing aus dem Bereich elektronische Musik. Jawohl, alle Jahre wieder findet das Riesenspektakel statt. Dieses Jahr vom 17. Juli bis 19. Juli hätte es sein sollen. Allerdings, Corona-bedingt, wurde das Ganze natürlich abgesagt und dementsprechend wurde dann statt des Festivals das hier, diese Deluxe Edition am 17. Juli veröffentlicht. Und es wurde auch noch ein Ersatz-Event angekündigt und zwar wird es dieses Jahr so sein, dass das Ganze rein digital, also online abläuft. Bedeutet, am 25. und 26. Juli gibt es das sogenannte Digital Festival. Around the World nennt sich das Ganze. Und dementsprechend kann man dann online daran teilhaben. Ist natürlich nicht ganz so, ja, dasselbe Feeling wie dort live vor Ort zu sein. Allerdings kann man diesmal auch leichter an Tickets kommen als normalerweise. Ja, außerdem wäre dieses Jahr noch das 15-jährige Bestehen, denn seit 2005 gibt es das Ganze. Somit jetzt 2020 15 Jahre Tomorrowland Jubiläum. Ja, auch das musste wohl verschoben werden. So, wir haben hier die Deluxe Edition, die ist natürlich noch eingeschweißt. Und bevor wir die Folie abmachen, haben wir hier oben rechts noch einen Sticker. Hier haben wir das Logo von Tomorrowland, darüber den Schriftzug und wir lesen hier 3CD. Ja, dann würde ich sagen, wir machen mal die Folie ab und schauen hier mal ins Innenleben. Also, ich glaube, es ist schon seit vielen Jahren so Brauch, dass die ganzen, also dass das Album, dass diese Compilation von Tomorrowland in so einer Special Edition, in so einer mehr oder weniger Buchedition hier rauskommen. Eventuell stelle ich euch die der letzten Jahre auch noch vor. Also, wir lesen hier einmal United Through Music, also verbunden, vereint durch Musik. Dann haben wir hier noch so entsprechende Zierrahmen, die hier an den Ecken zusammenführen. Das Ganze hier in Gold und auch geprägt, also man kann das hier wirklich spüren, genauso wie die Schriftzüge hier, Tomorrowland 2020 und oben, das ist hier alles geprägt worden. Sieht aus wie so ein altes Lederbuch, so ein Ledereinband. Auf der Seite lesen wir auch wieder United Through Music, also das war der Untertitel quasi. Dann haben wir hier das Logo nochmal. Und auf der Rückseite lesen wir auf Englisch We are one world connected through the power of music, coming together as one global community, even when we're far apart, celebrating life and spreading love. From all corners of the globe, all united as one. Brought to you by the world's finest artists. Music is always the answer. Live today, love tomorrow, unite forever. Ja, also das auch nochmal so die Worte, speziell jetzt dahingehend gerichtet, dass man eben dieses Jahr nicht zusammen feiern konnte dort wie gewohnt und dementsprechend der Text hier etwas auch in Bezug auf die Krise und dass eben jeder mehr oder weniger zu Hause in seinem Land bleiben musste. So. Dann haben wir hier noch die Logos, die Labels der Beteiligten und einen Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Also hier geht's auch los. Was haben wir hier? Wir haben hier mal eine Postkarte. Hier haben wir nochmal diesen Spruch, der auch hier auf der Rückseite der letzte war. Also hier, dieser letzte Satz, der ist hier drauf gedruckt. Also live today, love tomorrow, unite forever. Und hier sehen wir, was sich dort so abspielt normalerweise. Also die Menge vor den einzelnen Bühnen. Dann haben wir hier das hinten im Postkartenformat designed. Und hier kommt auch schon die erste CD. Also die ist hier links direkt auf der ersten Seite. Ganz klassisch hier in Silber und Schwarz gehalten. CD1. Sieht so aus. Und die steckt eben hier drin. Wir haben hier so einen kleinen Karton verbaut, der hier dann entsprechend die CD beherbergt. Kann man hier gut reinschieben. So, United Through Music und dann haben wir hier ein Schwarz-Weiß-Bild und hier geht es dann auch direkt los mit der Tracklist. Also, wir haben hier insgesamt, ich kann es euch schon mal sagen, 3 CDs und auf jeder dieser 3 CDs haben wir, soweit ich weiß, 26 Tracks.
Bedeutet insgesamt 78 Tracks. Und das ist jetzt hier CD Nummer 1. Also, so sieht das aus. Das ist die Tracklist. Links haben wir die Interpreten und auf der rechten Seite haben wir den Titel. Kann man gut lesen hier, schwarz auf weiß. Ist auch durchnummeriert. So, dann schauen wir mal weiter. Hier sind dann weitere Fotos. Interessant angeordnet. Also man hat hier einfach mal die Hälfte der Seite jeweils freigelassen. Das wäre auf jeden Fall noch ein weiteres Foto hier reingegangen. Okay. Ja, also der Platz wurde hier generell sehr spärlich benutzt, sagen wir es mal so. Und hier haben wir eben diverse Schwarz-Weiß-Bilder, die uns hier so visualisieren, was dort normalerweise so los ist. Dann haben wir die Tracklist zu CD Nummer 2. Die sieht so aus. Wie gesagt, auch hier wieder 26 Tracks. Links die Interpreten, rechts die Titel. Dann geht es hier wieder weiter. Fotos ohne Ende. Auf manchen Seiten haben wir dann doch tatsächlich drei Bilder, aber die meisten sind dann doch eher ja, so mit zwei Bildern besetzt. Okay. Und hier zum Abschluss haben wir dann nochmal diesen Spruch, den wir schon kennen. Und hier dann die letzten beiden CDs. Also zusätzlich zu der einen am Anfang, hier zum Abschluss nochmal zwei. Und auch die stecken hier wieder in solchen kleinen Karton-Einlegern. CD 3 in diesem Fall. Und natürlich CD Nummer 2. Ja, so sieht das aus. Das sind die CDs. Ich werde das Ganze jetzt mal so ordnen, dass es für mich auch irgendwie Sinn macht. Und zwar CD 3 hier zu unterst quasi und dann CD 2 hier mit rein. Gut, ansonsten, ich glaube, das war's. Genau, hier hinten ist nichts mehr. Ja, also wie gesagt, wir haben hier die Fotos, also auch natürlich die Tracklists. Im Prinzip ja, die drei Tracklists, CD 1, CD 2, CD 3 und eben einige dieser Schwarz-Weiß-Fotos. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, das ist auch recht minimalistisch gehalten und designt, dieses Büchlein hier. Ja, und zusätzlich gibt es dann eben auch noch diese Postkarte. Gut, das war's soweit. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. von dieser Deluxe Edition Tomorrowland 2020? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Tomorrowland unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.